Aloha und herzlich willkommen zu Let's Play Mario Kart 64. Push Start Button. Okay. Ja, ich spiele alleine. Und ich habe vor... Genau. Und ich habe vor im... Ja. Ich habe vor, meinen Grabber auszuprobieren. Let's go! Und zu schauen, wie die Videos auf YouTube wirken. Und werde deshalb diese vier Strecken hier spielen. Okay. Bei Bedarf vielleicht noch die anderen. Aber ich muss mich selber jetzt erstmal wieder reinfinden. Es ist nämlich schon verdammt lange her, seit ich das letzte Mal Mario Kart gespielt habe. Und ja. Langsam. Aber ich überhole erstmal Donkey Kong und... Bruder Luigi. Guten Tag. Und ich weiß eigentlich kaum noch, wie das funktioniert hat. Ah, Taste gefunden. Und es ist schon verdammt lange her, seit ich das letzte Mal den Nintendo 64 Controller in der Hand hatte. Es war alles schon total eingestaubt, weil ich damit halt gar nicht mehr wirklich gespielt habe. Aber mit Let's Plays ändert sich ja einiges. Mit einer grünen Schildkröte. Brause abschießen. Oder wie auch immer ich gerade getroffen habe. Aber irgendwie muss ich ja getroffen haben. Ja, ich habe vor, in nächster Zeit noch andere Spiele zu spielen. Von Konsolen. Wobei ich mir da noch nicht ganz sicher bin, welche Spiele ich spielen werde. Aber ein paar davon stehen ja schon in meinem Channel. Oh, wo schießt du denn hin? Trottel. Also, Sharon, Trottel. Hey, was werft ihr denn eure Bananenschalen so weit nach vorne? Denkt ihr wirklich, ihr könntet mich damit treffen? Ach ja, Mario Kart 64, das waren noch Zeiten, oder? Damals. Und, ciao. Mama Mia! Doof. Gut. Ja. Mario Kart 64 habe ich damals, als ich noch klein und niedlich war, gut, habe ich damals zu Ostern bekommen. Und ja, ich habe es gerne gespielt, aber ich war nie gut drin. Ich habe dann manchmal mit Nachbarsleuten, also mit den Nachbarskindern, zum Erd gespielt. Als Kind hat man ja nicht wirklich die Chance, irgendwie mal zu mehr zu kommen. Und da habe ich dann erstmal wirklich mitbekommen, wie schlecht ich eigentlich bin. Weil die Computer sind hier nicht wirklich stark, besonders nicht in dem Modus, in dem ich gerade fahre. Ja, dann gab es Zeiten, in denen ich abends mit meinem Vater immer zwei, drei Runden gespielt habe. Ich war mal Mario und er war Luigi. Und er war immer schlechter als ich. Das war dann so ein richtig guter Ego. Also er konnte das überhaupt nicht. Ja. Sollte dieses Let's Play ankommen, also diese Parts ankommen, yay! Könnte ich mir sogar darüber Gedanken machen, nicht die anderen Mario Kart Parts auch zu spielen. Natürlich nicht mit, oh mein Gott, ich muss jetzt alle Sachen freischalten, sondern alles ist schon freigeschaltet und ich fahre jede Strecke einmal ab oder so. Ich weiß es noch nicht. Jo. Fast 3 Minuten gebraucht. Und ich bekomme 9 Punkte. Jo, das wäre in der Schule eine gute 3. Oder? Ja, ich glaube schon. Eine 3 oder 3 plus. Mumu Farm. Ich fand diese Farm immer doof. Weil dauert es schneller als ich, aber nicht mehr lange. Also ich fand die Musik zwar cool, aber wenn ich mich recht erinnere, war hier immer so eine, ja genau, hier diese Maulwurf. In die bin ich immer reingefahren, so wie jetzt. Und wie sie dieses Nintendo auf die Strecke gesprüht haben, würde ich gerne mal wissen. So, jetzt habe ich sie alle klein gemacht. Jetzt kann ich sie alle überholen. Bowser ist so vorn, aber nicht mehr.
Ja, also bei Mario Kart wird einem schon sehr, sehr früh Schadenfreude beigebracht. Und entweder ich bin zu blöd oder man kann in dem Teil die Schildkrötenpanzer noch nicht nach hinten werfen. Mir fällt aber jetzt auch erst auf, kurz die Strecke eigentlich. Also als ich kleiner war, das war nicht mehr zu verhindern. Als ich kleiner war, kam mir die Strecke immer ellenlang vor. Aber eigentlich sind die gar nicht so lang. Und die Dinger von heute, das gibt's doch nicht. Also die Dinger von heute, die Strecken, die sind wirklich länger. Jo, ich glaube, das wird diesmal nichts mit Erster. Ich sag ja, ich bin nicht gut in diesem Spiel. Okay, Donkey Kong ist auch nicht viel besser, der fährt lieber die Infos. Aber vielleicht kann ich die anderen ja noch einmal. Ich bin ja schon wieder auf dem dritten Platz. Oh ja, die kann ich bestimmt einmal. Oh, Yoshi, nein. Nein, Yoshi, und Donkey Kong. Weil ich mich ich habe uns gegenseitig platt gefahren. Oh, Peach, du bist so dumm. Immer muss ich dich retten. Und dann, wenn es mal drauf ankommt. Gut, ich glaube, das wird nicht mehr mit unter den besten vier. Mama Mia. Hm. Oh nein, ich bin mit meinem Auto über eine Bananenschale gefahren. Was soll ich jetzt bloß tun? Ah doch, unter die ersten vier komme ich noch. Aber besser wird es nicht mehr. Vier, 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 vier. Bitte, 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 bitte. Verdammt! Mamma mia! Das war so schlecht. Ja, damals sind es immer nur acht gewesen. Dann wurden es mehr an Figuren, die mitfahren konnten. Und was damals noch war, man kam im Cup immer nur weiter, wenn man unter den ersten vier war. Wobei es dann eigentlich egal wäre, wie viele Punkte man bekommt. Also wenn da als niedriger platzierter Punkt bekommt, bekommt man da gar nicht. Ach Gott, das ist so lange her, seit ich dieses Spiel hält dieser Pilz, daran kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Und warum ist Todd mir so nah auf den Fersen? Den hätte ich kommen sehen. Okay. Ich glaube, es wird mal Zeit, euch umzufahren. Also, das kann mir ja nicht angehen, dass ihr mich da mal überholt. Kommt halt, lass dich umfahren. Die Bananenschale kannst du schön behalten und in die nächste Biotonne schmeißen. Straße. Was halten denn deine Freunde davon, dass du hier immer Bananenschalen auf der Straße kommst? Wobei es auch ein qualitativ sehr minderwertiges Auto sein müsste, wenn es bei der glänzenden Bananenschale schon anfängt auszurutschen. Ich meine, explodierende. Was sind das, Maulwürfe? Ich hasse sie. Nein, ich meine, wenn ich jetzt so an meine Fahrstunden mal denke, dann würde ich ja Panik schieben, wenn ich wüsste, dass mein Auto auf Bananenschalen ausrutschen würde. Und warum bin ich eigentlich immer so doof und fahre in diese blöden Mäuse, Maulwürfe, Tiere? Kann doch nicht wahr sein. Bananenschalen. Komm schon, das wird jetzt was. Ich will nicht immer nur die gleiche Strecke zeigen, bloß weil ich sie nicht leiden kann. Ja, genau das ist der Grund, weswegen ich sie zweimal fahre, weil ich sie nicht leiden kann. Oh. Ey, sag mal. Das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen und das war absolut unverschämt. Gibt's ja nicht. Ja, ich hab's
abgeriffen, ich bin Zweiter, ich bin so schlecht. Aber ich habe keine 3 Minuten gebraucht. Wobei ich jetzt gerade merke, dass mein Kommentarstil bei diesem Spiel langsam aber sicher extrem hektisch wird.